Herbstzeit, Kürbiszeit. Deswegen gibt es heute noch mal ein Kürbisrezept. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und heute gibt es diese wahnsinnig leckeren kleinen Dinger. Liebt ihr sie genauso wie wir, die Toasties? Echt hammer, hammer lecker und die sind überhaupt nicht schwer, sie selber zu machen. Und heute gibt es diese mal mit Kürbispüree. Nicht die Nase rümpfen, probiert sie mal aus, die sind echt super, super lecker. Vor allem kann man auch mal einen kleinen Kürbisrest damit verwerten, den man vielleicht von einem anderen Gericht noch zu viel hat, noch übrig hat. Also probiert sie auf jeden Fall einmal aus. Wir starten mit den Zutaten. Benötigt wird 150 Gramm Kürbispüree, 400 Gramm Mehl, 20 Gramm frische Hefe, einen Teelöffel Salz, 2 Teelöffel Zucker, 150 Milliliter lauwarme Milch und etwas Hartweizengrieß zum Bestreuen. Gestartet wird mit dem Teig. Dazu gebe ich das Mehl in eine Rührschüssel, forme in die Mitte eine Mulde, gebe die lauwarme Milch und die Hefe in die Mulde, rühre dieses mit einer Gabel so lange durch, bis sich die Hefe gelöst hat, gebe anschließend den Zucker dazu, rühre ihn nochmal kurz unter, bedecke die Oberfläche mit Mehl, die Schüssel mit einem Handtuch und lasse alles 10 Minuten ruhen. Nach dieser ersten Ruhezeit gebe ich Salz sowie das Kürbispüree noch dazu und lasse den Teig nun bei kleiner Geschwindigkeit meiner Küchenmaschine 12 bis 15 Minuten verkneten. Nach der Knetzeit gebe ich den Teig auf die leicht bemehlte Arbeitsfläche, wirke ihn rund, indem ich die äußeren Ränder nach innen einklappe, gebe den Teig schließlich wieder in die Schüssel zurück und lasse ihn für 45 bis 60 Minuten an einem warmen Ort ruhen. Als kleine Anmerkung, gerade zu der kühleren Jahreszeit ist es oftmals ein bisschen schwierig, an einem warmen Ort einen Hefeteig gehen zu lassen. Deshalb hier den Tipp, stellt eure Schüssel in den Backofen und macht die Backofenlampe an. Keine Hitze, nur die Backofenlampe, denn allein schon die Backofenlampe entwickelt eine leichte Wärme und erzeugt somit eine ideale Temperatur für euren Hefeteig. In der Zwischenzeit bereite ich die Unterlage vor. Ich verwende ein Backblech mit Backpapier belegt und bestreue dieses mit dem Hartweizengrieß. Nach der Ruhezeit, der Teig sollte deutlich aufgegangen sein, gebe ich ihn auf die leicht bemehlte Arbeitsfläche und rolle ihn auf eine Dicke von etwa einem halben Zentimeter aus. Mit einem Ausstecher, meiner hat einen Durchmesser von 9 cm, steche ich Kreise aus. Den überschüssigen Teig nehme ich weg. Dieser wird übrigens noch einmal zusammengeknetet, ausgerollt und weitere Teiglinge daraus ausgestochen. Die ausgestochenen Teiglinge kommen nun auf die vorbereitete Unterlage. Die Oberfläche wird auch nochmal mit Hartweizengrieß bestreut. Und anschließend müssen diese noch mal 25 Minuten ruhen, bevor sie fettfrei in der Pfanne von jeder Seite 3 Minuten ausgebacken werden. Das Rezept zum Nachlesen findet ihr wie gewohnt auf meinem Blog www.nicoleszuckerwerk.de. Geht gerne mal auf meinen Blog, stöbert vor allem auch mal auf meinem Blog, ob in meinem Online-Shop oder auch im Inhaltsverzeichnis, denn mittlerweile haben sich da weit über 400 Rezepte angesammelt und
Wenn die Toasties vielleicht jetzt nicht das ideale Rezept für euch waren, vielleicht findet ihr da etwas anderes. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Wenn ihr noch weitere Videos von mir sehen möchtet, dann schaut doch mal hier vorbei. Ich verlinke euch hier noch zwei weitere und dann freue ich mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und dann sehen wir uns ganz bald in einem Video oder spätestens nächste Woche Montag. Macht's gut. Tschüss.